Schönen guten Abend, liebe Leute von Deutschland, Österreich, Schweiz und andere deutschsprachige Länder. Hier spricht Wiracocha Camayoc, Carlos Arias Segura. Liebe Leute, was ich heute zu sprechen habe, ist Reise nach Peru. Ich bin ein Biologe, wie ihr alle wissen. Gleichzeitig ich arbeite als Schamane und ich mache Forschung in archäologische Musikinstrumente Perus. Liebe Leute, ich will euch einladen im Mai für eine Reise nach Peru. Es liegt an nur, wie viele Leute oder wie viel von euch wollen 15 Tage oder einen ganzen Monat. Ich weiß, dass viele Leute können nicht einen ganzen Monat weg sein von den Arbeiten von seine Sachen, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn Sie wollen kennenlernen Peru, das Beste wäre eine ganze Monat. Ja. Leider es ist Fall, aber wie gesagt, ich würde euch empfehlen sowas und gleichzeitig würde ich euch zeigen, was wir werden machen. Bevor wir gehen nach Peru, ich werde euch vorbereiten. Was heißt das? Wir werden sprechen über jede Tempel, über jede Ort, das wir besuchen werden. Wir werden nicht gehen nach Peru, dass ich euch erzähle, alles in Ort. Warum? Weil unsere Reise ist eine Reise, wo sie werden fühlen, wo sie werden erleben, wo sie werden nehmen wahr, die Energien von verschiedenen Orten, was wir nennen Kraftorte. Deswegen, meine Reise wird nicht zu viel gesprochen am Ort, weil das wäre eine Verschwendung von Zeit. Wir kommen nicht oft nach Peru und die deutschen Leute werden nicht so vielmals besuchen Peru, weil das ist auch teuer. Denken Sie, dass alles, was ich verlange, ist inklusive in dieser Reise, außer den Flugtickets. Und da werden wir 5 oder 6 Mal uns treffen, wo ich euch jeden Ort erklären will. Und wir werden anfangen. Ich werde euch zeigen, wir werden euch zeigen, Lima. Das ist der Haus von dem Präsidenten in Lima. Und ab und zu wird es gemacht in Lima Events wie dieses hier, wo die Leute von den anderen haben sich versammelt. Und haben gezeigt, die Leute, wie man tanzt in den Bergen und in eine bestimmte große Fest. Die heißt Coyoriti. Diese wurde gemacht in Lima. Wie Sie sehen, die Leute von den Bergen, die indigenischen Leute, sind Leute, die fröhlich sind, freundlich und die leben auch mit Tanzen, mit Verbindung zu der Erde, zu den Tieren und so weiter und so fort. Lima ist eine alte Stadt, die wurde gemacht bei den Spaniern. Das hier ist eine von den ältesten Kirchen in ganz Südamerika. Selbstverständlich, man kann nicht vergleichen diese mit der Kirche, die sie haben in Deutschland. Das, was Sie sehen, und Entschuldigung, manche Fotos sind nicht so gut platziert. Das ist unser bekannteste Essen. Ceviche ist eine Delikatesse in Peru. Das ist frisches Fleisch von Fisch, mariniert in Limettensaft mit ein bisschen Chili, Zwiebeln, Koriander. Und selbstverständlich, das, was Sie sehen hier, ist Mais. Peru hat eine riesige Menge von Fischen, von Seezungen,
verschiedene Arten von Haie, die werden gegessen. Garnelen, Langusten, das ist Langusten. Verschiedene Meeresfrüchte. Und wir haben auch, Peru hat eine große Menge Vogelarten. Wir haben mehr als 1800 verschiedene Arten. Das werden wir ja auch sehen. Ich werde euch erklären, warum die alten Kulturen haben diese Tiere vergöttert. Warum diese Tiere waren auch so wichtig. Lima und Peru haben eine riesige, breite Land mit Strände. Wir gehen in die nächste. Selbstverständlich, wir werden gehen nach Cusco. Und wir werden sehen hier, das ist eine von den bekanntesten Straßen, die heißt Hatun Rumillo. Auf die rechte Seite, auf die linke Seite oder rechte Seite ist der Palast von Inca Roca, wo Sie werden sehen, der 12-Ecken-Stein, sehr bekannt. Und wir werden auch nur gucken, weil es ist fast verboten zu anfassen. Die Steine heutzutage leiden unter etwas, das sie nennen Krebs, das die Steine kriegen, wo Sie können sehen, die Steine verlieren Schichten und das ist ganz schlimm. Das ist die Hauptstadt von Peru, wo wir werden sehen, auch die großen Kirchen, die wurden gebaut, viele von denen unter Palasten und mit Steinen von den Inka-Tempeln. Sie können sehen, die Inka-Steine, die werden sehen überall in Cusco. Etwas, die sehr merkwürdig ist, ist die Art, wie die gearbeitet haben mit den Steinen so gut, dass sie können nicht sogar reintun eine Messer oder ein Papier zwischen die Steine. So war die Arbeit von diesen Leuten. Selbstverständlich, in Peru werden Sie sehen, die schönsten, größten Maiskolben, die Sie je gesehen haben. Das ist etwas, das die Leute mögen sehr. Und ja, wir werden das essen auch für euch. Wir werden gehen ganz schnell und ich werde euch ganz schnell zeigen ein bisschen zu dem Coricancha Palast oder Tempel, die wurde nach die Spanier kamen, sie haben gebaut da eine Kirche, aber wegen dass es gab viele Erdbeben, diese Tempel wurde verlassen bei der Kirche und ist geblieben, als es sollte sein. Ein Tempel für die Sonne, Coricancha. Danach, in Cusco, gibt es viele Sachen zu sehen. Einen von denen ist hier, Sacsayhuaman, höher als Cusco. Wir werden gehen und sehen diese Ort, die wird gebaut als eine Festung für alle anderen Kulturen, die wollten kommen. Coricancha ist sehr bekannt, weil es hat riesige Steine. Gibt es auch in der Nähe, weil diese ganze ist in der Nähe von Cusco, diese Tempel, die heißt Pucapucara und Puca heißt Rot. Dieser Ort hat rote Steine. Wir werden besuchen diese Ort und werden wir fühlen die Energie, die es gibt hier. Dann werden wir auch besuchen einen Ort, der heißt Tambo Machai. Das ist ein Tempel für Wasser, wo die Leute sagen, der trinkt von dem Wasser, die hier kommt, reinigt sich und gleichzeitig kommt wieder nach Cusco. In den Weg, wir werden besuchen einen anderen Ort, der heißt Kenko. Und dieser Ort, man denkt, dass da ist, wo die Leute gemacht haben oder präpariert haben, die Mumien. Es gibt unter Erde Wege hier
Ja? Wo es, Sie können auch fühlen die Kraft von dem Ort. Ein schöner Ort, wo wir werden schlafen und von da dort rumherum gehen, ist Pisac. Ein Ort, die ist ein bisschen niedriger als Cusco, wo wir werden da schlafen, dass die Leute sich akklimatisieren können. Und Pisac ist ein super schöner Ort, wo es gibt diese Antennen, diese Terrassenstrukturen, die wurden benutzt zum haben Kartoffeln und Mais und verschiedene Sorten von diesen Sachen, weil jede Ebene ist eine Temperaturunterschied. Und auch, die haben benutzt die ganze Berge. Viele Berge in Peru sind voll mit Antennen. In unserem Weg nach Machu Picchu, wir werden zuerst kommen zu einem Ort, der heißt Ollantaytambo, wo wir werden kriegen den Zug, die dauert eine Stunde zu gehen nach Cusco. Und da werden wir sehen, bevor wir gehen zum Machu Picchu, wir werden sehen diese Festung, die heißt Ollantaytambo. Ollantay war eine große General von den Inka, die hat sich verliebt in den Ñusta, sagt die Legende. Und dann Ollantaytambo ist weggelaufen von der Inka mit seinen Ñusta und hat gebaut diese Festung, sich zu schützen von den Inka-Armee. Später hat den Inka verziehen, Ollantaytambo hat gelassen, dass diese Paar so bleibt. Hier gibt es Steine, die sehr wichtig sind. Es ist eine sehr Kraftort, es ist eine sehr wichtige Kraftort. Ich habe da gebracht Schäden, womit ich arbeite. Und dieser Stein ist sehr wichtig. Manche sagen, dass das ist die Geschichte von der Bibel und die Erde. Da schmeißelt die Steine. Ich werde euch erzählen mehr davon, wenn wir da sind. Und dann nehmen wir den Zug nach Aguascalientes, den Ort, wo wir werden gehen zu sehen Machu Picchu. Die Fahrt dauert eine Stunde und es gibt schöne Orte, wo wir werden sehen und Gletscher auch. Wir sind hier 2000, 3000 Meter hoch. Sie müssen nicht vergessen, der Schnee wird erst kommen in Peru ab 5000 Meter und plötzlich die ganze Panorama ändert sich und fängt an Urwald. Das ist, wo wir gehen, um Machu Picchu zu sehen. Wenn wir da sind, wir werden gehen zuerst in den kleinen Dorf, die jetzt größer geworden ist. Aguascalientes heißt warme Wasser und dieser Ort hat Wärmequelle, wo wir könnten gehen am Abend und schön zu genießen. Und diese Wärmequellen sind sehr gut für den Körper. Und am nächsten Tag um 4 Uhr morgens, wir bereiten uns vor zu gehen nach Machu Picchu. Wir bezahlen da die Eintritt. Den Bus, die wird uns bringen nach oben zu Machu Picchu. Und da sind wir in Machu Picchu dann. Und fangen wir an zu erkundigen Machu Picchu. Manchmal gibt es ein bisschen Wolken da, aber wenn wir ein bisschen Geduld haben, werden wir sehen Machu Picchu langsam, wie er sich zeigt. Diese Machu Picchu wurde gefunden bei Hiram Bingham in 1911, aber in Wirklichkeit, er hat es nicht entdeckt. Die Indigener und alle wussten von Machu Picchu. Aber Hiram Bingham war der, der hat es bekannt gemacht. Wenn wir nach 5 Tagen gesehen haben, Cusco, wir fahren in einen Bus, einen schönen, bequemen Bus Richtung Puno. Und dieser Bus macht 3 Aufenthalte. Das ist der Eingang zu Cusco, wo es gab ein Kontroll in der Zeit von den Inkas. Und dann kommen wir zu den 16 Kapelle von Cusco, na? Die heißt Huayllillas.
diese Kirche ist sehr bekannt, sehr berühmt. Es gibt sehr schöne Malereien hier von der Spanienzeit, wo niemand darf fotografieren. Und dann kommen wir auch auf die Seite zu einem sehr interessanten Museum, wo sie gefunden haben, lange Schäden Mumien mit vielen verschiedenen Opfergaben zu diesen Mumien, mit Kokablättern, mit verschiedenen Opfergaben, wie Sie sehen hier. Grabsteinen, Idolen und da die riesigen Schäden, die sie gefunden haben. Mit sehr besonderen Theorien und Legenden davon. In dem Weg werden wir sehen und halten zum Essen auch in einem Ort, der heißt den Palast von Coricancha. Das war ein Tempel gemacht für den Gottheit Wiracocha, der Palast von Wiracocha. Und nochmal, wir werden sehen hier viele interessante Steine, Inka gebaut und ein Ort, die hatte viele von diesen Lagerräumen. Wir werden halten auch in der höchste Weg, das ist 6500 Meter hoch. Wie Sie sehen, es gibt nicht so viel Schnee. Und dann kommen wir zu einem Ort, wo es heißt Pucará, eine alte Kultur auch, die hat sehr viel mit Stein zu tun. Das ist eine Idol von dieser Kultur. Und hat zu tun auch sehr viel mit dem Idol von den Norden. Erinnert uns zu Ayapayek, weil Ayapayek hat einen Kopf hier und eine Messer in die andere Hand. Dieser Bus wird uns bringen auf dem Weg zum Puno. Das ist eine Stadt in der Nähe von Titicacasee. Das ist Titicacasee, die höchste See in der ganzen Welt. Der hat mehr als 300.000 Quadratkilometer. Das ist ein riesiger See, 200 Meter tief. Und da werden wir gehen, zum Beispiel gibt es Orte, die interessant sind. Das ist die, nennen die Leute die Fertilitätstempel, wo sie sehen, penisförmige Steine. Viele sagen, dass die Frau, die sich sitzt, auf einen von diesen phallusförmigen Steinen wird schwanger oder wird fruchtbar. Dann können wir auch besuchen einen Ort, der heißt Putimbo. Das sind Begräbnisorte mit turmförmige Gräber und einen ist männlich und die andere ist weiblich. Es gibt viele von denen hier in der Nähe von Puno und das werden wir besuchen. Wir können kleine Zeremonien machen da. Wir werden sehen auch viele Vögel, Flamengos, wir werden sehen Ibise, wir werden sehen auch eine Art Chinchilla, das wir nennen Biscachas. Diese Orte sind sehr wenig besucht bei Touristen. Ich werde euch bringen zu diesen Orten, wo sehr wenige kennen. Wir können auch besuchen einen anderen Ort, der heißt Sijustani, wo es gibt diese turmförmige Begräbnis, die heißen Chulpas. Diese Chulpas sind sehr groß, größer als was wir gesehen haben in Putimbo. Und da gibt es auch einen See, die heißt Umayo. Hier gibt es Vicuñas zu sehen, es ist ein sehr schöner Ort. Manche von diesen Steinen haben Eidechsen, Jaguars und auch Biscachas oder diese Chinchilla-Art Tieren geschmeißelt in den Steinen. Diese Steine sind auch sehr, sehr fein geschmeißelt
so ähnlich wie die Inka-Stil. Dann wir werden nehmen eine kleine Reise in ein Boot zu sehen, die Urus, in Wirklichkeit diese Leute sind nicht mehr lebendig, die Rasse ist in der Zeit von Jacques Cousteau ausgerottet, aber es gibt Leute, die haben das wieder wie inszenieren, das wie sie werden Urus, sie leben in diese Insel gemacht von diesen papyrusartigen Pflanzen, die heißt Totora. Diese Totora wird gepresst und gemacht, so diese Blocken, die schwimmen im Wasser und damit werden sie bauen seine Insel, wie sie sehen, wo die Leute leben, kochen, fischen und sogar auch pflanzen, Kartoffeln und so weiter und so fort. Die Leute benutzen sehr viel Boote. Wir werden gehen mit Boot zu dieser Insel zu Besuch auf unserem Weg zu einem Ort, eine große Insel, die heißt Amantani, wo wir werden einen Tag und einen Abend da bleiben. Und am nächsten Tag werden wir gehen zu der Takile-Insel, wo die Männer stricken sehr schöne Sachen für alle Touristen. Das sind die Takile-Leute. Die Takilenos haben diese Chuyo, diese mutzeförmige Hut. Chuyos nennen wir es. Sehr schön gestrickt. Das ist, wo wir werden halten. Und wir müssen langsam einen Weg machen, hoch in den Inseln. Wie Sie sehen, die Leute sind braun, sehr stark braun. Und deswegen sage ich, alle, die werden kommen zu dieser Reise mit mir, bitte sehr, sehr hohe Faktor von Schutz gegen UV. Sie müssen das nicht vergessen. Sie müssen das jedes Mal schmieren in sein Gesicht, in seine Ärmel, Schultern, alles. Bitte. Takil ist ein schöner Ort und von da an der zweite Tag, wir werden zurückkommen nach Puno wieder, wo wir werden gehen danach zu meinem Ort in Bolivien, ganz nah zu Puno, eine Stunde entfernt, in Bus nach Tiahuanaco. Ein sehr interessanter Ort, wo wir werden sehen, viele Steine mit vielen Idolen, mit der Sonne, mit vielen Obelisken, riesige Obelisken, na? Es ist ein Frosch da. Das ist den große von den Menschen, die waren damals da. Und viele Töpfe und Köpfe von Leuten, die hatten lange Köpfe, wie Sie sehen hier. Ein wichtiger Ort zu sehen und zu besuchen. Ein wichtiger Ort ist diese hier, das ist genannt der Sonnentor und diese müssen wir sehen, fühlen. Leider, wir können nicht da durchgehen. Da ist der Gott Huiracocha oder Coiri Huilca für die ganze Bolivianer und hier sind Leute, die haben einen Körper als Mensch, aber manche von denen haben einen Kopf wie ein Kondor. Die größte Tiergottheit von unserer alten Kulturen. Wenn wir diesen Besuch gemacht haben, wir kommen zurück nach Puno und am den gleichen Tag oder am nächsten Tag früh, wir fahren in einen Bus, in einen sehr bequemen Bus, Richtung Arequipa, einen Ort, wo wir werden gehen zum Colca Canyon. Einer von den tiefsten Canyons der Welt. Und wir werden bleiben in einem schönen Ort. Na? Und dann werden wir besuchen die schöne Arequipa-Stadt, die heißt die Weiße Stadt, weil sie benutzen sehr viel einen Stein, die heißt Sillar. Das ist ein vulkanischer Stein. Selbstverständlich, Arequipa ist gebaut worden, ganz nah zu einem von den größten Vulkanen, das wir haben in Peru, heißt der Misti. Und der Misti, werden Sie sehen, das ist der Misti, 5000 Meter und ein bisschen mehr. Diese Berge wurden
gehalten als Gottheiten und die Inkas sind gegangen auf jede von diesen größten Bergen zu opfern Kindern. Damals die Kinder zu opfern war eine große Ehre und es wurden gefunden viele Kinder in viele große Bergen und Vulkanen. Da werden wir auch besuchen ein Museum, wo wir werden sehen, ein Kind, die wurde geopfert, die heißt Juanita, die wurde da gefunden. Dann wir machen uns auf den Weg zu dem Colca Canyon und in dem Weg werden wir besuchen ein Naturschutzgebiet, die heißt Salinas y Aguada Blanca. Wir werden sehen Alpakas, Lamas, aber auch dieses Tier, die ist ein Wildtier, ein geschütztes Tier, heißt Vicuña, bekannt für seine Wolle mit 19 Mikras, den Haar von dieser Vicuña. Das war die beste Wolle, was es gibt jetzt. Geschützt und benutzt die Wolle nur bei den indigenischen Kommunitäten, die wir haben. Wir werden sehen, viele Vicuñas in dem Weg. Die bewegen sich in Gruppen, bis wir kommen zum den Ort, wo wir werden sehen, die Cruz del Condor, der Ort, wo die Condors fliegen. Ein schöner Ort. Wir stehen auf ganz früh zu sehen, diese riesige Vögel, 3 Meter lang, Condors. Wir müssen berücksichtigen, jede Ort, wo wir gegangen sind, sind ungefähr 5 Tage, dass wir werden da bleiben. In Arequipa werden 4 oder 5 Tage auch benutzt, höchstens. Wer will dann, wir werden gehen, das müssen wir besprechen mit den Leuten. Wir nehmen einen Bus danach nach Colca Canyon und nach wir zurückgekommen sind und wir gehen Richtung Paracas. Paracas ist ein Ort in die Küste, nahe zu Ica, wo wir werden sehen, diese lange Schädelmumien und wir werden gehen in dem Museum, wo sie haben gefunden in Paracas, in der Wüste, viele Tiere, die waren prähistorische Tiere, wie zum Beispiel diese Vögel oder diese riesige Pinguine, haben sie gesehen, ein Pinguine, die alle wurden gefunden als Fossilien da. Das ist ein Naturschutzgebiet Paracas. Wir können sehen Delfinen und Seelöwen. Und wir machen eine kleine Reise im Boot zu sehen Flamencos, wie Sie sehen hier. Wir können schwimmen auch hier, aber der große Spektakel ist, wenn wir nehmen eine Reise im Boot Richtung die Inseln. Diese Inseln sind sehr bekannt, weil daher kommt, was wir nennen, der Guano. Das war der Dünger, das wir benutzt haben. Für viele, die war sehr teuer und wurde sehr wichtig, weil damit könnten wir es benutzen für die Agrikultur. Das, was Sie sehen, ist ein Candelabro. Manche sagen, das ist aktuell gemacht. Manche andere sagen, das ist so wie die Nazca-Linien. No? In diese Orte könnten wir sehen Tausende und Tausende von Vögeln, Millionen von Vögeln, besser gesagt. Wir kommen zu diese Orte, wo wir sehen Pinguinen, Pelikanen und verschiedene andere Vogelarten, das ich werde euch erklären. Wasser ist nicht so warm, es ist ein bisschen kalt, 16 Grad, 15 Grad. Wenn wir Glück haben, wir können sehen Delfinen und kleine Walen und selbstverständlich Pinguinen, das sind die Humboldt-Pinguinen. Wir kommen zurück von hier und wir gehen Richtung Nazca, wo wir werden besuchen interessante Orte, wie zum Beispiel das Museum von Maria Reich. Das ist diese deutsche Mathematikerin von Dresden, die gekommen ist, zu arbeiten in den Nazca-Linien.
La genfenum por la americana, dijo María Reich, dice interese erweckt. María Reich, leider wissen wir alle, wurde angenommen als eine Verrückten, weil sie hat, sie wurde gesehen immer da in diese Pampas, in diese Wüsten, mit einem Wesen am Putzen und am Schützen die Nazca-Linien. Und nach Jahren Forschung und Arbeit, es wurde erkannt als eine Welterbekultur zu schützen, die Nazca-Linien. María Reich starb mit 96 Jahren alt, nach einer langen Zeit Arbeit, die sie gewidmet hat, zu Peru. Dank zu María Reich, wir können sehen die Nazca-Linien mit mehr als 300 Zeichnungen am Erde. Sie hat eine Theorie, dass das war alles eine astronomische Kalender. Wir werden sehen auch, wie María Reich gelebt hat, mit den Sachen, die María Reich hatte. Karten und Linealen und viele andere Sachen. Das ist ein Auto von María Reich, das letztendlich die Regierung von Peru ihr geschenkt hat, damals. Sachen, die sie gefunden hat von der Nazca-Kultur. Gut, Leute, mehr oder weniger, das ist ungefähr die Reise, die ich anbiete zu euch. Wenn wir Zeit haben, wir können gehen in Steinwälder, wir können gehen auch nach Huaraz, die peruanische Schweiz, zu sehen, mehr Sachen, wenn die Zeit uns lässt. Wir können auch besuchen, und das müssen wir absprechen mit den Leuten, die kommen zu dieser Reise, zu sehen, ob sie können, sie wollen kommen zu den zweiten ältesten Zivilisation, das wurde entdeckt in Lima, in der Nähe von Lima, das heißt Caral. 5000 Jahre ungefähr bevor Christus ist die zweite älteste nach Mesopotamien Zivilisation, die entdeckt wurde. Liebe Leute, ich lade euch ein, im Mai mit mir zu reisen. Es wird eine Reise, wo wir werden sprechen über Schamanismus, Archäologie, Musik, Essen, und auch über Geschichte. Es ist eine Reise, die nicht jeder macht, weil es wird kombiniert, diese verschiedenen Sachen. Ohne diese Sachen, die wir kombinieren, kann man nicht verstehen Peru und seine Archäologie. Liebe Leute, ich lade euch ein. Sie kennen hier meine Facebook-Adresse oder meine Telefonnummer 0178159934. Es ist eine Reise, wo wir werden verstehen mit diesen verschiedenen Sachen, Schamanismus, Biologie, Astronomie, Archäologie. Wir werden verstehen jede Kultur, die wir besuchen werden. Schönen Tag, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn Sie wollen, meldet euch und wir werden gehen in diese Reise. Wir brauchen 10 Personen. Ich werde es nicht mehr reintun in der Reise. Genießt euch diese Reise, entscheidet euch bald und kommt mit mir zu Entdecken Peru. Tschüss.